B-Split, gehe ich mal von aus. Schreit eigentlich nach einem Reload der Runde. Das wäre natürlich auch eine Option, aber ich glaube, nein, es hat welchen Plan. Geht so los. Also dementsprechend, jetzt können wir Gas geben. Updog Gaming gegen Alternate Attack. Auf geht's. Und dann hat man gar keinen Bock auf den B-Split, sondern dann fährt man erstmal die Mitte runter und da wird richtig mit Pace gearbeitet. Also vielleicht sogar der Window-Push und was ist, das scheint eine Anti-Strat zu sein. Man hat hier wirklich 100% auf dem Schirm, dass die Mitte frei ist. Sie haben Alex eher noch an der Ticketbox, man ist direkt das Window drin. Adhoc Gaming wird den Schacht am Window wahrscheinlich zugelassen haben. Wobei immer wieder schaut man hin, jetzt ist der Schacht auch offen. Ich weiß nur nicht, ob das irgendjemand von Adhoc gehört hat. Die stehen meilenweit vom Window entfernt. Und Alex eher, der zielt das jetzt an. Ich glaube, da hat er was gesehen. Stefan wartet das ab. Die waren sich, glaube ich, bei Attex auch nicht sicher, was diese offene Mitte hier tatsächlich zu bedeuten hat. Sie wissen nicht genau, wo jetzt der Stack steht. Steht er auf dem A-Spot oder steht er auf dem B-Spot? Sie wissen nur, irgendwo gibt es einen Stack. Ja, das wird sich jetzt zeigen. Also dementsprechend erstmal komplett, also es könnte planlos wirken, aber für mich, glaube ich, ist wirklich extrem gut vorbereitet. Einfach abwarten, gucken, wie man die Reaktion hinkriegt. Vor allem, man hat den Schacht aufgeschossen, dann erstmal noch länger gewartet, aber die Shots, die sitzen erstmal nicht. Scrunk aber jetzt mit einem ganz wichtigen Alex erst früh da. Und jetzt heißt es hier natürlich, die Schüsse zu treffen und die Schüsse zu setzen. Und da sitzen Schüsse, aber erstmal even. Ja, Stefan immer noch am Leben, dann sind die Pistol Rounds meistens noch ziemlich heiß. David K. hilft Debran da noch aus und jetzt muss Stefan das in einem One-on-Three klatschen. Die Bombe tickt zumindest schon ein bisschen länger, aber was ist denn da bei Stefan los? Das ist normalerweise ein Safe-Break für ihn. Mali kann den machen. So, das 1:0 für Adhoc Gaming, deren Pistol Round extrem gut aufgegangen ist. Mega gut und dementsprechend natürlich erstmal Bombenplant, $800 obendrauf. Das heißt, man hat erstmal hier schön $2700 auf dem Konto hinzugefügt. Und da wird natürlich sehr gerne mal auf den Force-Buy gegangen, vor allen Dingen auch mit der Galil, die ja relativ günstig geworden ist, gegen häufig viele SMGs gespielt auf der City-Seite. Aber hier die Waffenverteilung relativ, ja, sogar noch gediegen. Zweimal Deagle, zweimal SMG und einmal die AK. Also ich bin gespannt, wie viel man jetzt hier überraschen kann, weil mittlerweile ist man ja eigentlich darauf eingestellt. Ja, eventuell die AK in die Mitte. Genau, das ist Slex, der sich dahin Scrunk, der sich dahin bewegt, genau, mit der Deagle, der dann nach dem Molotow schon zurückläuft. Etwas aggressivere Position von David K. diesmal. Hat eigentlich ein gutes Momentum, muss da durchdrücken und jetzt ist er gefallen, ohne einen Frag zu machen. Ein Fehler, der ihm selten passiert ist gegen TKA. Mali aber noch an der Säule und der zielt jetzt nur darauf an, ob die Backside angespielt wird von Attex. Ja, und da ist Mali natürlich jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Position. Er muss lange, lange warten. Er muss vor allen Dingen auch natürlich irgendwie auf diesen Gamble gehen, dass er nicht durchgepusht wird. Jetzt hört er gerade den Step, aber trotzdem geht er durch und er bekommt die Waffe. Wichtig! 4-3 Situation, 3-3. Und jetzt heißt es hier irgendwie Kontrolle bewahren bei Alternate Attex. Ja, das läuft ganz gut. Cressy kommt in die Backside, auch einer der stabilsten Spieler, die wir ja, mit in Deutschland haben. Cressy, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan seines Spielstils. Überzahlsituation mitgelegter Bombe für Alternate Attex. Und die werden natürlich daran denken, dass Okolicious da von hinten kommen könnte. Der Front schnappt sich den ersten No-Scope durch die Smoke. Okolicious. Da noch einen oben drauf und ruckzuck haben sie das gedreht. Debran lenkt jetzt ab. Währenddessen Oko gedroppt und sie finden Scrunk noch in der Smoke. Die Fuse Kit ist bei Debran. Dementsprechend kein Problem. Die zweite Runde geht an Adhoc Gaming. Ja, kein Problem ist natürlich dahergestellt, aber in der 2-1 Situation. Ja, da stimme ich dir zu. Aber es war auf jeden Fall hier ziemlich shaky. Bombe wieder gelegt. Wieder einmal natürlich einiges an Waffen dezimiert. Das heißt, wenn Alternate hier irgendwie mal eine Runde auf ihr Konto bekommt, dann ist mal ganz schnell auch bei Adhoc natürlich geldtechnisch wenig los. Und das sehen wir. Sie müssen viel runterforcen. Debran geht sogar auf eine Scout. Nein, die hat er mitgebracht, ne? Die hat er extrahiert, glaube ich, von letzter Runde. Ja, und damit auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schön ausgeglichenes Spiel. Knackig, frisch und mal gucken, ob das auch so weitergeht. Ja, sehr direkt von Alternate Attex. Was sie noch nicht gemacht haben, ist den A-Spot irgendwie direkt als Ziel gewählt, wo Adhoc Gaming ja gerne den Spieler aggressiv hinschickt. Hier Okolicious über den Connector in die Mitte und da wird er direkt drei Leuten begegnen. Hier im Haus wird es höchstwahrscheinlich kein Duell geben. Oh, diese kleine Lücke in der Smoke. Eventuell hat Scrunk das gesehen. Ja, ja, jetzt kann man es hier wirklich so ein bisschen abtasten. Er zeigt schon mal seine Präsenz. Er ist auf jeden Fall jetzt damit lokalisiert worden und Scrunk muss natürlich reagieren und gucken, inwieweit natürlich gespielt wird. Hat gemerkt, dass der Connector natürlich ein bisschen aktiver gehalten wird. Das heißt, jetzt hier rein zu johlen, das bringt gar nicht so ein wichtiger Frag. Alex R. wird natürlich mit der SMG, mit der einzigen, auf der City-Seite nach vorne geschickt, um diese Close Distance zu erzeugen. Aber hat nicht geklappt und jetzt erstmal ein bisschen entschleunigen. Ja, das Problem an der Flash, die sie geworfen haben, ist, dass der Bereich an den Säulen nicht genutzt werden kann mit der Flash. Hier hat Okolicious dann zumindest einen Refrag in der Mitte bekommen und er fightet da noch weiter. Typischer Okolicious-Move, dass er da noch weiter reingeht. Dazu dann die Support-Flash von David Karp für Mali. Wunderbarer Kill hier, aber Slags verhält sich da super. Normalerweise sieht man ihn an der AWP. Hier muss das mit der AK machen. Dickes Ding von David K. Ja, Cressy steht jetzt schon am Connector bereit. Er kann natürlich die Schiebewege dicht machen. Die Flashbang, nein, es ist sogar eine Smoke. Da hätte ich mich jetzt selbst auf jeden Fall weggedreht. Und dann heißt es jetzt hier das ganze 2-3 natürlich
zu halten. Mali über das Window hat auch nochmal viel Kontrolle für sich erzielt. Und jetzt heißt es natürlich das, was David K. angekündigt hat, Shots treffen. Mehr Shots treffen als Alternate oder halt Alternate mehr Shots als das Team von Atok. Und wichtig wäre es, weil dann schickt man nämlich Atok erstmal in die Eco. Also das hier nennen. Sehr wichtige Entscheidung. Ja, und ein sehr wichtiger Frag von David K., der Cressy da an der Bank rausnehmen kann. Mibbit verrät sich und das muss er mit diesem Frag auch machen. Schöner Zweiter, sieht den Dritten und schießt den auch noch an. Aber es ist die Runde für Atok Gaming, weil Mali den letzten Schuss in den Kopf setzt. So das 3:0, aber wie die Runden davor, alles ultra knapp. Ja, hätte jetzt auch genauso gut 0-3 stehen können. Also das ist immer das Schöne, wenn es halt solche Spiele sind. Und deswegen sage ich auch immer, bei ausgeglichenen Teams kann es halt auch dementsprechend, ich sag mal, wie beim Würfeln, da kannst du auch einfach mehrfach das 3-6 würfeln statt 1-3, weil einfach es ausgeglichen ist. Und genauso ist es. Und dann können halt auch einfach mal Ergebnisse in eine gewisse Richtung raussteuern. Aber rein statistisch gesehen nähert es sich immer wieder an. So, schwierig ausgedrückt, aber in meinem Hirn hat es Sinn gemacht. So, jetzt erstmal eine Window-Smoke, eine klassische Kombination, die ich in letzter Zeit häufig sehe, ist, dass dazu eine Upper-Mid-Smoke geworfen wird. In dem Fall wollte Alternate Attacks aber den Fight gegen jemanden, der gedroppt ist. Und zwei Frags von David K. über kurz. Dann sogar noch der dritte Junge. David K. liefert hier ab. Nicht nur im Interview eine gute Figur gemacht, sondern jetzt auch auf dem Server. Ja, und das machen sie stark. Also wirklich, jetzt nur noch Skrunk und Mirbit. Die müssen irgendwie versuchen, hier natürlich nochmal das Ganze rumzudrehen. Wird nicht leicht, wird ziemlich schwierig, denn man muss jetzt einfach picken. Man muss jetzt auf Frag gehen. Man muss gucken, ob man hier irgendwie den Vorteil erzielt. David K. jetzt mit der Informationsplay. Und das könnte der vierte sogar werden, wenn er hier nochmal ein passendes Momentchen bekommt. Und das ist gut für ihn, das Update, dass man da so ein bisschen die Empore abgesägt hat. Aber ja, Mirbit in der Mitte Kontrolle. Und jetzt reicht es schön, die Frags suchen. Und den ersten hat man gefunden. Ja, die Runde wird durch den Frag gegen Okolicious nochmal spannend, denn es ist immer noch eine Minute zu spielen. Alternate Attacks kann nochmal warten, ob Atok sich irgendwo verrät, irgendwo einen leichten Frag liefert. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr muss Atok davon ausgehen, dass auch nochmal der A-Spot angespielt werden könnte, dass es wieder zurück auf B geht. Man muss also verteilter stehen, mehr auf Information spielen als kompakt gegen einen Go, bei dem man nicht unbedingt weiß. Da hat man einen entscheidenden Vorteil. Man hat zwei Smokes noch, man hat drei Flashes auf Seiten von Alternate. Auf der anderen Seite sehen wir noch eine einzige Smoke. Die kann natürlich ein bisschen was delayen oder letztendlich im Diffuse weiterhelfen. Aber grundsätzlich hast du die Möglichkeit, noch Dinge zu separieren. Problem ist natürlich, sie haben keine Informationen. Und das spielt natürlich Atok in dem Augenblick richtig. Sie bleiben relativ passiv. Jetzt heißt es hier die Entscheidung Richtung B oder ist es der Fake? Nein, es ist die Entscheidung. Und dann muss man unbedingt die Frags setzen und vor allen Dingen schneller explodieren, meines Erachtens. Ja, aber sie bekommen trotzdem den Frag durch Mirbit. Wissen aber wahrscheinlich, dass David K. hier in der Nähe noch stehen wird. Jetzt erstmal der Bombenplant. Wichtiger Frag von Skrunk. Dadurch der Plant im Ziel gelandet. Der Brand ist vorbei. Mit der Smoke nochmal den Laufweg Richtung Säule ermöglicht. Aber man bleibt einfach in der Smoke. Was? Haut er denn bitte gerade raus? No Scope durch die Smoke. Der zweite für Devran in der Richtung. Und jetzt muss er Skrunk schlagen. Hätte noch die Smoke, aber kein Diffuse-Kit. Das liegt hier in der Nähe. Wie holt er denn den bitte durch die Smoke? Höchst illegal. Und jetzt Devran hier irgendwie auf den Versuch, findet aber den Spieler nicht. Jetzt muss man warten. Und dann kommt er mit einem perfekten Timing. Boah. 1:3 und Devran hätte fast noch möglich gemacht. Heilige Maria Gottes. Dieser Schuss hier nochmal im Replay. Einfach mal die Würfel rollen lassen. Da ist auf jeden Fall der W20 gekrittet, ey. Also hundertprozentig. Ja. Was zur Hölle, schönes Ding. Und damit, ja, wir sehen es, 3:0, Führung von Atok Gaming. Jetzt eine Runde auf Alternate Seite und das Yeld, das ist weg. Da muss direkt geforst werden bei Atok. 4 Deagles und eine Scout. Okolicious an der Scout und nicht Devran. Und ja, direkt mal ein Headshot von ihm in der Mitte. Skrunk also down, der eben die Runde noch mit zwei sehr wichtigen Frags in Richtung Alternate Attacks gedreht hat. Und eine ganz defensive A-Deckung hier, obwohl, da hat mich dem zurück, da steht Alex R noch vorne. Ah, es wäre schon ein heftiger Shot gewesen, wenn er den noch getroffen hätte gegen Stefan. Daraus das Umschaltspiel auf den A-Spot. Ja, das müssen sie auf jeden Fall richtig zügig sein. Der war in einer guten Position, also da kann man nicht ganz so schnell hier auf jeden Fall Richtung Neo vorarbeiten. Cressy holt einen wichtigen raus. Nichtsdestotrotz viel Informationsplay und damit kriegt man die Spieler relativ easy unter Kontrolle. Und dann Cressy auch mit einem weiteren schön gespielt. Mali im 1 gegen 4. Das wird schwierig. Ja, vor allem nachdem seine Position durch den Frag gegen Mirbit bekannt ist. Der, dass man den Plant jetzt nach der gewonnenen Runde noch mitnimmt, ist nur extra Geld für Cressy gewesen und nicht für den Rest seiner Teammates. Aber extra Geld ist extra Geld, da meckert man nicht. Boah, tatsächlich wusste ich es nicht.
Echt? Ja. Vielen Dank. Wieder was gelernt. Da ist wieder eine Schiedsrichterschule. Das ist mal ein Fest, neben dir hier auf jeden Fall casten zu dürfen. Und damit habe ich auch auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen den Bildungsauftrag von dir entgegengenommen. 2:3 der Spielstand. Jetzt natürlich auf Seiten von Ad-Hoc gar nichts mehr an Geld. Also Geld muss her, wie man so schön sagt. Und ja, ich denke mal, Alternate Attex wird das relativ zügig machen. Die sagen B und haben die perfekte Entscheidung gegen den Mitte-Push von Ad-Hoc. Ja, denn die Rotation über kurz könnte timingtechnisch kritisch für Attex kommen, aber durch den Waffenvorteil und vor allem diese schöne Smoke ist es ein wunderbares Play. Chrissy hier, ja, da ist die Munition leer, kriegt noch Support von Skrunk, der hilft noch weiter mit, Chrissy ebenfalls mit einem zweiten und Mali musste abwarten, weil da noch ein Molly hinten in die Ecke reingeflogen ist. Gerade nicht mal ein einziger HP bei Attex verloren worden und das ist eine Körbchenrunde hier im Grand Final. Jawollo! Und das trotz Feindkontakt, ne? Also das ist auch immer wichtig. Es gibt natürlich mal die ein oder andere Körbchenrunde, wo nur ein Spieler oder zwei fallen, aber hier sehen wir wirklich eine komplett eliminierte Runde und trotzdem die Körbchen hinterher. Ja, schönes Spiel bisher, 3:3, jetzt kommt Alternate mal ein bisschen in Fahrt und es ist natürlich wichtig, dass man hier jetzt frühzeitig punktet. Vor allen Dingen haben wir gesehen, die Train, der Map-Pick von Alternate, das wird auch interessant. Ja. Also auch wenn Ad-Hoc, ja, sie haben sich schwer getan gegen ESG und dementsprechend könnte man sogar davon ausgehen, dass Alternate hier einen sehr, sehr großen Vorteil hat. Ja, um auf Mirage zurückzukommen, schöne Aktion hier, dass Mali direkt ins Window geboostet wird. Das ist so ein kleiner Timing-Vorteil, falls dann schneller Kurz-Push gespielt wird. Aber Attex nimmt das Tempo erstmal raus. Was bisher gut funktioniert hat für Ad-Hoc waren die Fights, die sie in der Mitte genommen haben. Da haben sie entweder gut traden können oder sogar Multikills draus gemacht. Die B-Verteidigung, die hat meiner Meinung nach am meisten gewackelt bei Ad-Hoc in diesen ersten 6 Runden. Aber sie vertrauen David K. weiter, dass er da das jetzt ein bisschen disziplinierter spielt oder aufpasst, dass er nicht mehr so flashy spielt wie noch gegen TKA eSports. Ja, aber es war natürlich auch so ein bisschen Philosophie, hat er gesagt, wir gehen auf Gesicht, wir müssen unsere Shots treffen und ja, da musst du natürlich auch gegen Alternate extrem gut schießen und das konstant jede Runde, aber Skrunk, der hat auf jeden Fall schon mal ordentlich Damage kassiert, Okulichtis, der hat sich jetzt schon fast ein bisschen zanken lassen und damit ist er auch raus, aber wichtige Position ist auf dem Ninja. Oh ja, ich weiß nicht, ob Alex eher jetzt noch gecheckt wird. Ah, oh, da kann er seine Position noch weiter ausspielen. Ganz wichtiger Frag von David K. über kurz. Und ich glaube, Alex, er ist gerade gespottet worden mit dem Jump. Nee, sie wissen immer noch nicht von ihm. Und da kriegt er noch eine Flash ab. Und jetzt kann er den Plant, er wartet extra lang, damit sie denken, dass der Plant jetzt durchgeht. Und dann nochmal ein Frag von Unterholz. Und mit der Smoke kann er seine Position theoretisch sogar wechseln. Aber seine Mates um ihn herum sterben, wie die Fliegen. Ja, super, super unangenehm. Und dann ist Alex eher natürlich gezwungen, irgendwie auf Gesicht zu gehen. 25 Sekunden auf der Uhr, aber dann Slack's einfach da. Und der lässt sich das nicht zweimal sagen. Führung für Alternate Attex 4:3, meine Damen und Herren. Die vierte Runde in Folge bedeutet natürlich, dass Ad-Hoc Gaming hier wieder eine Sparrunde einlegen muss. Okulichtis hat gut Bock auf die Scout in den Eco-Runden und mit dem vollen Loser-Bonus, den es nach dieser Runde geben wird, kann er auch von mir aus so weit runterkaufen. Wer Okulichtis schon mal auf das 2 mit der Scout of City gesehen hat, das ist der Schrecken der Terrors. Also wie der da einmal rumzieht und durch das Door diese Headshots setzt. Also absolut ekelhaft, aber das macht er halt gut. Dementsprechend gönnt er sich jetzt nochmal. Klar, man kann jetzt auf die Helme verzichten, weil natürlich die Terrors auch ein gewisses Geld aufgebaut haben. Hier aber erstmal ein Anschuss, 30 ich habe hier nur noch bei Slacks und das heißt, Okulich ist auch schon wieder erfolgreich in Anführungszeichen mit seiner Scout. Ja, Devran hat einen Taser gekauft und noch einen Spieler direkt im Rücken. Aber er geht erstmal mit der P2000 hier vor, weil er auf die Distanz natürlich mit dem Taser nicht viel machen kann. Der Support für Mirbit, der wird nicht kommen. Und Mirbit ist immer jemand, der alleine dastehen wird. Der Taser-Frag, der wird ihm hier gar nicht gefallen. Und die Information für Ad-Hoc ist da, dass der B-Spot nur gelurkt wurde von Mirbit. Wenn du Mirbit holst, geht Attex gerne in die komplett andere Richtung. Und jetzt wäre vielleicht so eine Entscheidung, Richtung kurz durchzuschlüpfen. Wäre gewagt, aber hier, wenn wir das Radar natürlich betrachten, genau richtig. Aber wir haben es natürlich leichter aus dem Casterstuhl als die Spieler auf dem Server. Denn die haben keine Informationen. Jetzt ist man gerade in so einer Zange, wenn man sich das Radar anguckt. Das ist komplett umschlossen. Wie so ein Rudel Hyänen um das Opfer. Aber man knallt hier trotzdem in den Schädel. Grässi, Junge! Ja, der Plant aber trotzdem verhindert. 50 Sekunden die Zeit, also noch ganz gut für Alternate Attex. Chrissy macht das super. Schnappt sich da auch noch den dritten. Und damit nur noch Mali. Der kommt über die Action dazu. Rechnen Sie damit, dass Sie hier schon gebacksteppt werden. Theoretisch hätte hier so oder so noch ein zweiter Spieler stehen können. Aber jetzt ist der Plant am Pizzastück auch durch. Guter Plant für den Connector. Und die Shots von Mali fliegen vorbei. Da läuft die Diegel gerade nicht so für ihn. Auch wenn er nochmal mit dem Leben davonkommt, als Lex rumzieht, ist es irgendwann durch. Stefan mit dem letzten Kill. 5:3. Zur nächsten Runde für Alternate Attex. Wir haben noch gar nicht unsere Ergebnistipps abgegeben, ja. Schinski. Also ich habe jetzt salopp vor dem Spiel gesagt, 16-10, 16-11 für Alternate Attex. Jetzt gerade hat man einen super Start hingelegt bei Atomic Gaming, aber jetzt kommt Alternate einfach
obwohl sie teilweise in unangenehmen Situationen sind, obwohl sie wirklich teilweise so unter Druck gesetzt sind, mit Schwierigkeiten raus. Okay, da gab es, glaube ich, gerade ein bisschen zu spät, aber ich denke mal, das wird alles geregelt werden. Aber bis dann natürlich kein Call von Edmund kommt, wird erstmal weitergespielt und dann kann man immer noch das Ganze hier unterbinden. So, es wird ein Sorry geschrieben und, er hat Say-Pause eingegeben, anstatt Pause in die Konsole. Ja, genau. Kann passieren, kommt vor. Aber ich glaube auch, dass der falsche Befehl vom Team eingegeben wurde. Alex R. Weggeflasht, jetzt kommt ein A-Execute. Gegen eine Byround immer gefährlich. Und da hat Okulüschle sogar zwei Frags aus dem Sandwich gemacht. Dafür ist er mal gut, diese All-In-Position so effektiv wie möglich auszuspielen. Debron merkt jetzt, dass Oko so viel Zeit rausgeholt hat, dass er den Smoke-Push spielen kann am Jungle. Und Alex R. hier, der wäre natürlich frech gewesen aus dem Second Ninja. Ja, jetzt heißt es hier natürlich irgendwie das Ganze noch weiter verwerten. Wir gucken auf den Gürtel, da ist nur noch eine einzige Molotov da bei Slakes. Stefan auch komplett frei von Granaten. Und jetzt macht man das Ganze sogar noch entschleunigt komplett. Man weiß genau, die Rotation ist natürlich hundertprozentig eingeläutet worden. Jetzt heißt es natürlich irgendwie erstmal suchen und Lücken finden. Und da finde ich auch so eine Entschleunigung, erstmal vom Spot wieder wegzugehen, eine richtig gute Entscheidung. Denn so kann man dann natürlich neu aufbauen. Klar, die Cities haben auch die Möglichkeit, gute Backstabber irgendwo abgestellt zu haben. Aber grundsätzlich da auf den Spot zu gehen, ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass das erfolgreich wird. Und dann machen die noch Base, ich geh kaputt, ey. Ja, genau richtig, eigentlich an der T-Base nochmal Gas zu geben, das Risiko einzugehen, dass niemand mehr von iTalk Gaming in der 3 gegen 2 Situation Mitte oben steht, aber es gibt einen ziemlich coolen Winkel Mitte oben, um den kompletten Laufweg Richtung B abzufangen, wenn man weiß, dass die letzten beiden Spieler an A waren. Trotzdem schnell genug reagiert von iTalk. Mali muss jetzt so stehen, dass er noch in die Backside gehen kann, um Zeit rauszuholen, wenn er den Contact an B hat, aber Atex wird es auf Contact spielen, das heißt, der Explode könnte ihn an dieser Position überraschen. Und vor allen Dingen hat er jetzt auch, haben sie noch eine Molotov, um letztendlich auch einen Bereich natürlich irgendwie auszubrennen und dann heißt es wirklich, die Bombe zu planten und den Bereich abzuämpfen. Oh. Nein! Und die Bombe wird gelegt, da springt man noch aus dem Window raus. Ich glaube, die Steps sind gehört worden. Man weiß, dass Debron, der ist schön den Winkel gewechselt. Slags noch mit dem zweiten. Und David K. kommt über kurz zur Party. Das zu spät, denn Slags haut den Triple Kill da durch. Junge, was eine starke Runde von Slags. Ich glaube, der hat insgesamt 4 Kills gemacht. Insane ist das. Eine insane Runde, Freunde. Unfassbar, aber war 6:3 der Spielstand. Und da wird auch nochmal beschrieben, Tech gibt es nicht. Taktische Pause ist gleich Pause, technische Pause gleich Tech. Nur Tech eingeben wollte ich nicht richtig Befehl nennen. Ja, ist natürlich immer schwierig, aber so sind halt die Auslegungssachen. Am Ende ist es hier das 6:3. Und da muss man auch ehrlich sagen, da liegt es nicht daran, dass die Pause jetzt gecallt worden ist oder nicht. Das hat Slags jetzt im Endeffekt nochmal wirklich mit seinem Teammate sowas von grandios ausgespielt. Das darf nicht passieren. Das ist schon der dritte Klatsch, den Alternate Ethics hier rausholt nach neun also, iTalk Gaming hat eigentlich einen guten Zugriff auf die Partie, aber in den Überzahlsituationen gerade zu viele Fehler drin. Mega viele. Also vor allem jetzt Slags auch schon wieder mit dem ersten Frag und dann Cressy mit einem weiteren schön starkes Spiel. 3 gegen 5 Situation. Und man muss es einfach gerade sagen, wirklich, Slags spielt herausragend. Jeder Shot sitzt. Und wenn er AWP einfach jeden Shot setzen kann, dann ist auch einiges los. Hier ist Grunk jetzt mal zumindest dezimiert aus dieser Runde. Aber das ist am Ende eigentlich eher eine Waffe, weniger eine Runde. Ja, dadurch, dass sie David K. sehr früh an B schon geholt haben, war das Umschaltspiel in diese Richtung jetzt kein großes Problem. Dass sie in der Mitte noch einen verlieren, ist verkraftbar gegen so eine Eco. Man kann nicht immer flawless durchkommen. Gerade nicht gegen diese starken Deagles von iTalk Gaming, die ein bisschen nachgelassen haben über diese Matches, die wir von ihnen bisher gesehen haben. Ja, da muss man natürlich auch sagen, klar, die haben jetzt schon 5 Maps in den Knochen und vor allem das erste Match war schon so nervenaufreibend. Aber da merkt man dann wiederum, wie wichtig natürlich auch in diesem Bubble Race System die Liga-Phase ist und wie wichtig es da ist, sich frühzeitig natürlich mitzunehmen. Die Frage ist natürlich auch immer wieder, was wir eben schon angesprochen haben, ist es der Vorteil, dass man schon eingespielt ist oder ist es der Vorteil, dass man ausgeruhter ist? Kannst du nehmen, wie wenden, wie du willst. Der einzige Vorteil, der ganz klar besteht, das Finalteam kann sich alle Spiele angucken und sich daraus natürlich Informationen ziehen. Genau, die wissen also schon so ein bisschen, wie iTalk Gaming gerne Mirage spielt. Aber ich finde, wir sehen ein ganz anderes Game als gegen iTalk gegen TKA. iTalk, das Probleme am B-Spot hat, David K., der nicht wirklich gut ins Spiel hier auf der CT-Seite gerade reinkommt. Die Mitte-Duelle, mit denen iTalk Gaming Probleme hat, die laufen jetzt für sie zwar besser, aber Alternate Attack spielt sehr schön um die Mitte herum. Und die Triple AWP scheint die Antwort von iTalk Gaming zu sein. So, die Triple AWP. Manche sagen, es ist ein Meme, manche sagen, ein absolut vernünftiges Instrument, aber ja, in der Overtime, dass man sowas spielt, Sorka hat es schön in der Analyse gesagt, dass man da auch gerne mal überrascht und dass man dann halt sagt, okay, für diese Runde hat es funktioniert, weil man hatte sogar 3 AWPs möglich, wieder zurück in die nächste Runde zu nehmen, hat es aber nicht getan, aber hier auf jeden Fall eine Überraschung, sogar für mich als Caster. Oh, da hat man die Upper Connector Smoke verworfen, trotzdem geht Debron down, nur noch 2 AWPs im Spiel.
Eine Closer Action, die hat verschossen. Das heißt, sehr viel Druck auf Alex Air. Auch der wird direkt von mir mitgeholt. Da teilen sich die Alternate Attacks-Spieler die Frags gut auf. Und auch dieser eine kleine AWP-Winkel, den Mali gerade nehmen wollte, instant abgesmoked. Aber auch Aiming auf absolut maximalem Niveau. Also ernsthaft, also das kannst du auch international so abspielen. Da würdest du niemals zweifeln, dass es da irgendwo ist. David K., Mali bringen die natürlich die langen Rohre mit. Ist wichtig. Trotzdem 8er Zähler für Alternate auf der Terrorseite. Wie ausgeglichen würdest du Mirage mittlerweile bezeichnen? Es ist 9-6-8-7-Map, also ja. Es ist jetzt nicht, du hast auf beiden Seiten so viele Möglichkeiten, dein Spiel zu verändern, dein Spiel an den Gegner anzupassen. Oder halt auch, wenn du gut in Führung bist, weiter Druck aufzubauen, dann dein Spiel aktiv zu verändern, dass die Map halt einfach schön ausgeglichen ist. Sie könnte mal designtechnisch eine kleine Überarbeitung gebrauchen, da hätte ich kein Problem mit, aber an sich ist es inzwischen für mich eine schöne Map. Ich habe sie mal richtig gehasst. Sie ist ja auch, muss man auch sagen, vielleicht erstens für Mixed-Teams sehr schwierig zu spielen, ja. Und vor allen Dingen auch für Leute, die mit Counter-Strike noch nicht so viel anfangen können, weil man kann viel, viel wasten vor allen Dingen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gucken wir jetzt hier nochmal drauf und dann sehen wir natürlich dieses unglaubliche Amy und dann hat Mürbit richtig Bock. Der Skater-Boy, Junge, und wir da reinknallen, Alter. Also wirklich richtig, richtig stark, herrlich. Ja, acht Runden in Folge für Alternate Attacks. Also, wo ist die Pause von Atok Gaming? Es ist ihr Mapping. Warum nehmen sie Atex jetzt nicht einfach mal ein bisschen Momentum? So, hier schön den Molly, aber ich glaube, die Smoke kam trotzdem. LOL. Das ist da eine Lücke? Lol. Nee, da ist keine Lücke. Ah, Oko bekommt dann zumindest über den Connector und Frag gegen Skrunk. Die wollten, glaube ich, einen schnellen B-Split spielen. Und da ist auch schon ein Spieler an kurz durch. Der wird dann aber ebenfalls von Okolicious geholt. Aber diese Momente hatten wir schon öfters. Und was sehen wir? Wieder Mürbit mit dem ersten Frag. Und dann ist auf einmal David K. unter Druck gesetzt. Aber er holt den Frag zusammen mit Mali. Und Mali und Schumpschubi. Was ist denn mit diesem Slacks los, Junge? Für den brauchst du einen Waffenschein, Mensch. Aber David K., der steht noch. Slacks, der ist gerade im Eskalationsmodus. Hinten dran läuft Mürbit jetzt gerade Richtung Slacks. Geht's mit der Deagle genauso wie mit der AWP? Weiß gar nicht, warum er da überhaupt wechselt. So krass, wie er mit der AWP gerade umdrückt. Aber David K. spielt das von der Position hier unten. Einer der fiesesten Winkel, den ich mir für die AWP vorstellen kann. Aber Slacks ist wahrscheinlich jemand, dem das gar kein Problem bereitet. Ja, zwei Flashes jetzt noch übrig. Jetzt heißt es natürlich, irgendwo den Entry zu finden. Ne? 52 Sekunden. Sie haben natürlich ultra viel Zeit. Ja. Genau das ist das. Sie können jetzt super lange delayen. Hoffen natürlich, dass sie genau das richtige Timing finden. Und gerade sieht es sogar genau danach aus. Und jetzt hört David K. natürlich die ersten Steps. Sofort fängt die Rotation an. Aber jetzt heißt es, die Frags zu holen. Und wenn da jetzt schon wieder der Shot sitzt. Oh, Gott sei Dank. Ja, aber Mirbit ist ebenfalls ein Clutch-Player. Das Refrag-Falten ist super. Und dann schießt der Run noch vorbei. Das sind die Shots, die sie jetzt nicht missen dürfen. Und es passiert ein ums andere Mal, dass die Überzahlsituation zwar noch da ist, aber die Runde immer noch verloren wird. Oh, schon wieder Timing, Mann. Das kann doch nicht sein, wenn die jetzt schon wieder diesen Klatsch verlieren. Dann ist aber auch wirklich zapp und duster. Und Mürbit mit dem ersten. Und der holt den zweiten auch noch. Was ein Triple Kill. Wieder so eine Klatsch-Situation. Ey, Atok. Bei denen muss doch gerade der Teamspeak brennen. Da muss Verzweiflung an sein, aber was willst du dagegen auch tun? Er ist schon wieder hier, gerade in dem Timing. Es ist wirklich mystisch, aber es ist einfach immer wieder Mirbit Choctazar, der hier einfach sowas von eskaliert. Und also wirklich, sie haben jedes Mal die Vorteilssituation. Zwei, dreimal jetzt schon und dann kommt Slex und sagt, hier, haut mal Bier. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal mit Mürbit, holt mal Warsteiner und es ist unglaublich. Es ist wirklich wie verhext gerade für Atok Gaming. Und für Alternate Attacks läuft halt einfach alles wie am Schnürchen. Stefan jetzt auch in der Mitte direkt Devran rausgenommen. Und Devran ist halt gar nicht im Spiel drin. Gute Support-Flash hier in den Connector rein. Aber Stefan kommt nicht ganz aus der Smoke raus. Deswegen Okolicious den Kill im Nachhinein noch bekommen. Auch an der Action jetzt ein Frag. Und wieder eine Überzahl für Atok Gaming. Ja, und wenn sie das jetzt schon wieder abgeben, also langsam muss man auch sagen, egal wie professionell du bist, egal wie viel Erfahrung du hast, sowas, das knabbert am Selbstbewusstsein. Das knabbert vor allen Dingen wirklich so ein bisschen am Mindset, dass man immer und immer und immer wieder diese Klatsches verliert. Es könnte ganz anders stehen. Es könnte locker jetzt drei Runden auf Atoks Konto sein. Das heißt, wir hätten hier ein 6-6 statt einem 3-9. Ja. Und dann würden wir sagen, was ein geiles, spannendes Spiel. Aber es ist ein geiles, eindeutiges Spiel bisher. So viele Klatschrunden. Das macht natürlich auch Spaß zum Zuschauen. Und an der Stelle nochmal ein Dankeschön an euch alle, die hier gerade einschalten. Sehr schön gemacht von Mali. Die Info mit dem Jiggle Peak bekommen. Aber die Flash ist jetzt gerade so eine kleine Panikreaktion für ihn, weil man damit natürlich hätte direkt durchgehen können. Mali also zurückgedrängt, zweite Flash rein. Und Mali dürfte eigentlich relativ früh die Information bekommen, um den Molotow noch gut zu nutzen. Ja, aber es fühlt sich halt viel zu früh an. Man hat es gerade gesehen, man wollte schon wieder rotieren. Es hat sich fast schon wie so ein Fake angefühlt. Aber Mali steht an einer guten Position, nimmt den ersten raus. Und wenn er das jetzt schon wieder verliert, dann flippe ich aus. Skrunk mit dem ersten. Wehe, wehe dir. Mürbit 1-3.
Oh, diesmal nicht. Endlich die Runde für Ad-Hoc Gaming. Diesmal keine Klatsch-Situation, die Alternate Attacks da noch drehen kann. Also, eventuell kann man die Halbzeit ja noch retten, wenn man die letzten beiden Runden dann auch noch holt, aus Sicht von Ad-Hoc. Ja, und du hast es eben gesagt, auch nochmal schön zu sehen, natürlich auch sowas, wenn solche Klatsches funktioniert. Und da gibt es natürlich auch nochmal Grüße raus an unseren lieben Observer Jitko, der den ganzen Tag alle Maps bisher observed hat und immer noch voll on point ist. Also, da ein liebes Herzchen an dich raus, wirklich, ist kein, also okay, für den Smiley hast, oh Gott, raus. Ich sag nie wieder was. So, aber weiter mal kurz eskaliert. Wieder B schnell, ein Tempowechsel sondergleichens und funktioniert der? Das ist die große Frage. Oh, David K. Kommt da noch ein Drop? Er kriegt fast noch einen zweiten, aber da war die Munition leer. Christi auf 6 HP, der Doppel-Molotov-Kill für Skrunk. Was für ein geiler Molly in die Backside. Da wollte Ad-Hoc direkt fighten, aber niemand denkt an die Smoke, um den Molotov zu löschen. Und jetzt sogar eine Überzahlsituation bei gelegter Bombe für Alternate Attacks. Ja, unglaublich unangenehm. Und dann überlegst du natürlich wieder, du hast eine AK, du hast eine AWP, aber ich glaube, er möchte sogar nochmal den Retake angehen. Nur, nee, noch nicht. Never mind. Alles klar, sie safen das Ganze weg. Und das ist ein unangenehmer Call, ne? Aber klar, du willst lieber auf die letzte Runde gehen, anstatt jetzt hier wieder, wenn du schon 4-2 Klatsches verloren hast, 3 Stück, dann gehst du natürlich auch sehr, sehr ungern in ein 2-3 Klatsch, sondern gehst lieber auf die letzte Runde, um frühzeitig die Runde zu entscheiden, statt hier wieder nach der Klatsch-Situation und dann komplett in der Eco zu sein. Ja, ich dachte vielleicht durch die ganzen engen Klatsch-Situationen, die Alternate Attacks da gerade so gewinnen konnte, wäre das Geld nicht ganz so gut. Und man hätte mit dieser gewonnenen Runde vielleicht eine Eco gezwungen in der letzten Runde oder Force bei erzwungen. Aber tatsächlich ist noch sehr viel Geld da, aber da gehen alle Waffen durch die Hand von Alex R noch down. Nichtsdestotrotz, es ist so viel Kohle da, dass man ohne Probleme alles nachkaufen kann bei Alternate Attacks. Das heißt, die Exit-Frags waren wirklich nur für die Galerie. Ja, Double Digits auf der Terror-Seite, das ist auf jeden Fall auch entgegen aller Statistiken, nicht entgegen, sondern eigentlich entgegen aller Statistiken, das ist eine harte Hausnummer. 10 Terrorrunden ist einfach krass, also muss man ganz klar. Ad-Hoc hat auf der T-Seite gegen TKA deutlich mehr Probleme gehabt, zumindest am Ende der ersten Halbzeit, als auf der CT-Seite. Das heißt, das ist kein gutes Omen für diese erste Map. So, schöner offensiver Peak, Versuch von Devran und schön ist er nicht gewesen, denn er wurde instant beendet von Slacks und Cressy auch gegen den nächsten Push. Also Okolicious, der ist jetzt komplett die Dampflokomotive, da geht's überall durch die Smoke. Ja, es ist auch noch nie vorgekommen, dass im Bubble Race ein Team aus der ersten Runde am Ende gewonnen hat. In der letzten Season sind die Unicorns of Love? Nee. Sicher? Sicher. Aber also nicht erste Runde, aber die zweite Runde ist Unicorns. Ja, gestartet, genau. Ne? Okay, da alles sind klar. Sie gestartet. Okay, okay, ja, das, okay. Die hatten halt ein Best of Three, dann zweites, das kennt man ja. Aber hier, das ist halt schon das dritte Best of Three für Ad-Hoc Gaming. Und Konzentration ist eine große Sache in Counter-Strike. Die kann natürlich sehr stark darunter leiden. Ja, keine Frage. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, auch wenn es vielleicht konzentrationstechnisch, absprachetechnisch auch sowas wie eine fehlende Smoke hinter dem Spot und so weiter auch eine Möglichkeit sein kann, Alternate schießt unfassbar stark. Ne? Also das muss man einfach mal zugeben. Ja, und dann sitzt sowas natürlich nicht. Ne? Ich meine, hat Alex jetzt den ersten genommen, da hat er vorher schon Probleme gehabt an der Action, dass er den auch mal verschossen hat. Aber es bleibt halt dabei, dass sie durch die beiden Spieler, die sie am Anfang verloren haben, zu viel Risiko gehen mussten. Dadurch, wenn dann Aim-Fehler entstehen, entsteht noch mehr Raum für den Gegner. Das hier ist durch. Mali müsste eigentlich hingehen, versuchen, das noch zu retten. Es ist die letzte Runde der ersten Halbzeit. Aber was will er da noch tun mit einer AWP im 1-4? Ja, also selbst wenn du 2 Instant Lucks, den ersten rausholst, den zweiten sofort auf Reflex wegschießt, dann hast du immer noch 2 weitere vor dir und selbst die musst du noch rausholen. Der Spieler ist bekannt und ja, das zum Mäusemelken. Zum Glück kein Knife-Kill, das hätte richtig geschmerzt, aber so haben wir ein 11-4 und das ist eine saustarke Leistung, vor allen Dingen nach einem 3-0 von Ad-Hoc Gaming. Ja, das war die erste Halbzeit, dass es so eindeutig wird, hätte ich nicht gedacht, aber vielleicht hat die zweite noch ein bisschen was vor uns. Ja, hoffen wir es. Wir geben ab in eine kurze Pause und melden uns nach 2 Minuten wieder zurück mit Halbzeit Nummer 2.
Eine unglaubliche Halbzeit von Alternate Athletics, die wir da gerade in der ersten Halbzeit hier im Grand Final sehen konnten. Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit zwischen Alternate Athletics und AdTalk Gaming und natürlich zur 99 Damage Liga. An meiner Seite immer noch Venom und wir hoffen mal, dass die Jungs von AdTalk Gaming auf der T-Seite jetzt nochmal richtig aufwachen, vielleicht noch ein bisschen Energie tanken konnten in dieser kurzen Pause. Ja, einen wunderschönen guten Tag natürlich auch nochmal von mir. Wir machen den Granada-Check und Alex Eher mit Smoke Flash Flash am Start. Das letzte Mal haben wir bei Alternate gar keine Granaten gesehen, da gingen aber auch die Pistol an die Herrschaften von AdHoc. Dann haben sie noch zwei weitere geholt und dann hat man so gut wie gar nichts mehr geschafft, denn dann sind nämlich 11 Runden auf Alternate Attacks Seite gegangen und nur eine einzige war dazwischen. Ja, die Halbzeit hätte spannender ausgehen können, wenn AdHoc Gaming nicht so viele Überzahlsituationen verspielt hätte, aber das müssen sie jetzt komplett ausblenden, denn hier geht's erstmal vor, aber Cressy hier vorne, wunderbar gejiggelt, er wird trotzdem noch ran, Backside unter Druck, das wäre ein wichtiger Frag, aber der Run gerade einfach nicht mehr da, was ist denn gerade los bei ihm? Nee, das ist ja wirklich, und dann sitzen die Shots nicht, dann ist so ein Attex am Start, Mürbit natürlich wieder mal herausragendes Aiming, Slex mit dem nächsten, David K, 1-4, wenn er das klatscht, dann kann hier mental nochmal ein Change kommen, aber nein, Slex mit dem nächsten, 12-4, au, 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 das ja, und sieht gar nicht gut aus. Spieler von Alternate Attex, super low AP gewesen. Aber am Ende stehen die noch alle, können ihr Kevlar mit durchbringen. Ja, zumindest bei Stefan und Co. Denn Skrunk hatte da noch keins. Zweimal, dreimal SMGs bei Alternate Attacks. Eine AUG bei Slex, die auch so ein kleines Revival inzwischen erlebt. Und die Farmers bei Mirbit, so also die Anti-Forceby-Runde von Alternate Attacks. Denn AdHoc wird es jetzt hier versuchen, so schnell wie möglich wieder rumzureißen mit diesem Forceby. Das ist aber so typisches Counter-Strike. 12-4, man hat schon irgendwie das Gefühl, Alternate fährt jetzt komplett drüber. Und dann ist das so eine typische Runde, die AdHoc da mal eben kurz holt. Aber mal schauen, wie viel kannst du mit der Deagle machen? Vor allen Dingen auf Mirage sehen wir irgendwie sehr, oder sehe ich zumindest sehr, sehr oft Deagle-Ecos, die klappen, aber dann nuke man hier erstmal rein, trotzdem viel Damage passiert. Ja, die hat sich angefühlt, als hätte sie selbst in den Bauch bekommen, die HE. Die hat richtig gut gepasst. Ja, dann keine gute Deckung da beim Plant an der Standardposition. Ja, und der Rest ist Geschichte, denn er wird nur noch zerstört. Es ist die 13. Runde für Attex. Ich lege mich jetzt schon mal fest, denn Alex Eher mit 52 AP im 1-on-5. Butz. Also wenn der das jetzt holt, ne, dann gibt es auf jeden Fall, keine Ahnung, eine Anekdote. Aber nein, Mirbit sagt hier, ne, ab ins Körbchen, dann knallt man erstmal dagegen. 13-4, geldtechnisch natürlich auch durch keinen Bombenplant, weil man da den Bombenplant natürlich nicht perfekt gecovert hat mit Schwierigkeiten. Das heißt, man wird finanziell nicht gut aufgestellt sein, aber man hat trotzdem die Digga nochmal mitgenommen. Ja. Darf man sich natürlich mal gönnen. Ob da natürlich jetzt alles sein muss, ist die zweite Frage. Aber jetzt geht es erstmal in die nächste Runde. Das T-Model schaut übrigens auch schon sehr bedient. Ja, das ist wirklich, ja. Ja, genau. Ja, genau. Das ist Toby, wenn die Leute nicht zugehört haben. Okay, Deagle Eco. Erwecke den Terror in dir. Okay, der war grenzwertig. Hey, hallo, hallo. Nur weil du ihn jetzt so thematisiert hast. Ich entschuldige mich für alle Menschen da draußen, die ich offended habe. Es sollte ein witziger Spaß sein, den ich nicht durchdacht habe. Okay, okay. Entschuldigung angenommen. Kein Problem, Alter. Alle da draußen. Ja, die HE. Die UKE, Junge. Die was ist das denn? Skrunk. Oh, noch eine rein. Doppelfrag für Cressy. Ja, und Junge, die Jumpshots von Skrunk connecten auch noch. Also alles, was AdHoc da gerade vorbereitet hat, wird im Keim erstickt. Ein guter Read von Attex. Und jetzt eine bombastische Führung, während die erste Byround von AdHoc in der zweiten Halbzeit kommt. Ja, und das ist natürlich bitter und für alle, die es natürlich wissen wollen, wir sind hier im Grand Final in der ersten Map, also 14-4 ist der Spielstand. AdHoc Gaming hat schon zwei Best of Threes hinter sich, einmal ein 3-Mapper, einmal ein 2-Mapper durchgezogen und steht jetzt hier natürlich gegen den stärksten Kontrahenten des heutigen Abends und vor allen Dingen auch der ganzen 19er Liga. Und jetzt gibt es erstmal wieder Mitte-Pressure und das mit relativ viel Pace. Ja, sofort der Molotov rein, ich nehme an, sie haben eine Window-Smoke geworfen, jawohl, und Skrunk ist dafür schnell ins Mini-Window rein. Ist eine Position, aus der mit der Window-Smoke natürlich nicht viel machen kann, aber mir checkt das gut. Am Connector kann auch direkt die Lower-Connector-Smoke werfen, währenddessen die AWP tief an B abgestellt. Sehr geiler Winkel, aber die AWP ist da natürlich hart committed und nach dem Frag wird sofort getauscht. Slex rotiert jetzt nochmal weg. Sondern hat Cressy keinen Frag machen können vom Spot. Nee, er wurde selber geholt und Skrunk ist da immer noch im Mini-Döner. Und das war ein sehr, sehr guter Move von Alex Eher. Schön an der Smoke vorbei, dann ein bisschen das Timing genutzt. Und jetzt heißt es natürlich genau, diese Lücke zu schließen. Das wird schwer, man muss was ausschließen. Und Alex Eher, da hätte er eigentlich nicht mehr zum Schuss kommen dürfen. Und der war mit dem Nächsten. Also man nimmt hier Alternate gerade, zumindest in dieser Runde vom Aufbau her, auseinander. Ja, ich weiß nicht genau, wer stand an den Stairs von Alternate Attacks.
Stefan, glaube ich. Ja, weil der Spieler hat halt diesen Laufweg so ein bisschen zugelassen und dem Mini-Window-Spieler anscheinend nicht gut kommuniziert oder der Mini-Window-Spieler hat es nicht realisiert, dass er da geholt werden konnte. Smoke lag aber auch sehr, sehr tief. Ne? Also ja. Hat er wahrscheinlich einfach nicht mit gerechnet, dass da einer durchpushen wird. Mhm. Oder war man den Mürbit, hatte doch gecheckt da, ne? Die Mitte. Mürbit, ja, das war ein Mürbit. Das war ein Mürbit. Stimmt, nicht Stefan. Ja. Aber ja, dementsprechend, das sind halt auch genau diese mutigen Moves, die man sich trauen muss. Die funktionieren halt ab und an und wenn da halt jemand abaimt, dann nimmt er ihn komplett kostenlos mit. Aber so hat es die Runde gekostet und mal gucken, ob man da vielleicht sogar nochmal eine Folgerunde mitnehmen kann. Aber Doppel-AWP bei Alternate Addicts. Ja, Stefan, close an die Action dran. Typisch den Molotow dafür zu nutzen. Muss man mit dem Feuer ein bisschen aufpassen bei dem Peak, aber im Profibereich nimmt man den Winkel dann einfach so. Oh, und was? Der Schuss hier geht vorbei. Da ist noch eine Flash für die Action vorbereitet. Die kann man jetzt nicht mehr werfen. Aber man fängt Alex Ehrs Solo-Push auf den A-Spot ab. Da steht aber immer noch Okulicious im Palace drin. Ja, und vor allen Dingen hat man jetzt natürlich eine Lücke eröffnet. Jetzt hat man natürlich auch bei Alternate wieder so ein bisschen die Rotation erzielt. Mürbit aber mit einem wichtigen Frag. Und die Frags, die sitzen einfach, ne? Egal wie klug du spielst, wenn du dann irgendwie die Duelle nicht gewinnst, dann wird es schwierig. Und Cressy genau erneut hier wieder am Start. 2 gegen 3 aus der Sicht von Atok. Ja, wunderbar nachgeschoben von Alternate Attacks, dass Cressy nicht an der Ticketbox stehen bleibt. Skrunk lässt den B-Spot für einen kurzen Moment offen, um den möglichen Backstep abzufangen. Das funktioniert. Damit bleibt nur noch Devran übrig und der läuft gerade über die Bank vor. Findet Stefan an der Action. Und bekommt den Spot erstmal. Also den Plant werden sie nicht verhindern. Ja, eine Molotow noch am Start. Ich weiß nicht, wie viele Granaten da so ein bisschen in seinem Radius sind, dass er die noch picken kann. Aber die Molotow und vor allen Dingen, er hat da Richtung Connector gelegt, in seinem Pizzastück, wie du es so schön umschreibst. Und dann sehr, sehr langsam Richtung Action. Und das rechnest du wahrscheinlich nicht mit, dass er da steht. Bin ich gespannt, wann sie das auf dem Schirm haben und wie schnell sie das ausschließen. Ah, gut, sie haben noch jede Menge Smokes. Sie müssen eigentlich Palace und Dingens absmoken und da muss er sich verraten. Er kriegt einfach. Skrunk hat damit gerechnet, dass es der Action-Move von Devran war. Den Molotov konnte er tatsächlich nicht mehr gewinnbringend einsetzen, weil er seine Position schon verraten hätte. Maximal im One-on-One irgendwie, um nochmal Abstand zum Gegner zu bekommen, falls er die Action pushen möchte. Aber er kriegt ja nicht mal das One-on-One durch dieses dicke Ding von Skrunk. Die Frage ist auch, was wäre passiert, wenn du zum Beispiel Palace und Action gesmoked hättest? Wäre es für ihn vielleicht ein Vorteil, wenn ja. Er rauspeakt und könnte den Bombenspieler holen und sich wieder in den Smoke versenken natürlich? Dann bist du wieder mit dem Refact schwerer dran. Also die Entscheidung von Alternate, einfach nur die Bombe zu smoken, war in diesem Augenblick sogar richtig sexy. Aber so ist das ganze Spiel. Ich denke, Palace hätte ja eh weit rausgehen müssen bei dem Plant. Deswegen wäre eine Action-Smoke und eine Bomben-Smoke wahrscheinlich die perfekte Variante gewesen. Aber nur die Bombe einsmoken ist meistens schon Druck genug auf den T-Spieler. So, wichtiger Frag hier von Alex E. Aber genau da gibt es direkt wieder die Antwort von Slakes. Okulicious versucht sein Timing im Haus zu nutzen, aber Mirbit hat da lange die Waffe in der Hand. Und Okulicious ist meiner Meinung nach sehr wichtig für Atok Gaming. Er macht immer diese Solo-Moves, versucht sein Timing zu nutzen, aber mit Mirbit hat er da einen extrem starken Gegenspieler. Ja, keine Frage. Das heißt jetzt hier wieder Unterzahlsituation von Atok und die haben es teilweise mit Überzahl nicht so gut geschafft. Dementsprechend muss man jetzt schauen, wie kann man das Ganze verwerten. Man hat noch jede Menge am Gürtel. Man hat zwei Smolotovs. Willkommen hier bei Smolotov. Und eine Smoke. Eine Smoke ist ein bisschen zu wenig. Das war das 16 zu 6, meine Damen und Herren, hier für Alternate Attacks. Nein, aber es ist gerade auch, das war jetzt bezeichnend. Ja. Das war bezeichnend für diese Map zumindest. Ja, vielleicht müssen sie es schon abhaken. Aber gut, da müssen sie jetzt auch durch. Das sind Fehler, die gehören manchmal dazu. Nochmal, es ist bereits die 6. Map, die Atok Gaming heute spielen muss. Sie sammeln sich nochmal an B, müssen aber wahrscheinlich etwas länger auf Mali warten. Der wird es also nochmal verzögert über kurz versuchen. Ist eher eine Lurk-Position und da steht Skrunk perfekt. Es tut mir leid, wenn er den ersten macht, dann kann er direkt runter. Mit der HE nochmal ein bisschen geblockt. Dann steht Slakes schon so, dass er kurz abzielen kann. Das Ding ist durch, ganz ehrlich. Absolut durch, nicht nur durch. Es ist gar und das ist durchgekocht. 16 zu 5, meine Damen und